Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich komme gerade vom Training und habe gemerkt, dass sich übertrieben viele neue Leute im Studio angemeldet haben und jetzt anfangen zu trainieren. Das heißt, wenn du jetzt gerade anfängst zu trainieren oder wieder neu ins Training einsteigst, dann ist dieses Video genau für dich. Wenn du ganz, ganz neu auf diesem Kanal bist, hi, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal mache ich Fitness, Nutrition, Mindset und was sonst in meinem Leben passiert. Also wenn du Teil der Family und Community werden willst, abonnieren, kostenlos und schreib gerne in die Kommentare, dass du neu bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen auf diesem Kanal. Aber jetzt erstmal ab zum Video. Ja, in diesem Video möchte ich dir gerne 8 verschiedene Tipps geben, mit denen du am Anfang, wenn du neu im Fitnessstudio startest oder wieder neu ins Training einsteigst, direkt alles richtig machst und nicht die gleichen Fehler machst, die ich zum Beispiel gemacht habe. Das heißt, du profitierst jetzt von meinem Wissen und von meinen Erfahrungen und kannst direkt Vollgas durchstarten. Punkt Nummer 1. Keine unnötigen Supplements. Ich habe am Anfang so viel Geld für Supplements ausgegeben und die meisten davon sind wirklich, wirklich unnötig. Du brauchst sie nicht. Du kannst das Geld dir einfach sparen und einfach effektiv in deine Ernährung zum Beispiel investieren und es bringt dir viel, 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 viel mehr. Welche Supplements wirklich was bringen, findest du auch in einem Video auf diesem Kanal und da kannst du dir nochmal genau das anschauen. Wenn du aber ganz kurz nur wissen willst, was für Supplements ich dir empfehlen würde, Kreatin, finde ich, ist ein sinnvolles Supplement. Es gibt super viele Studien, die das Ganze belegt haben, dass es wirklich funktioniert und was Vernünftiges ist. Proteinpulver, weil es einfach das Leben wirklich, wirklich einfacher macht. Und EAAs, BCAAs, alle 8 essentiellen Aminosäuren. Wenn du darauf Bock hast, solche Supplements zu benutzen, du kannst hier unten in der Videobeschreibung mal den Link klicken mit dem Code DAIA15, bekommst du 15% Rabatt und unterstützt mich ein bisschen dabei. Ich würde mich sehr freuen. Aber wirklich, kauf dir keine unnötigen Supplements. Punkt Nummer 2. Das sehe ich bei ganz, ganz vielen. Viele gehen zusammen trainieren und haben einen Trainingspartner. Aber pass gut auf, dass du dich nicht zu sehr an deinen Trainingspartner bindest. Weil was, wenn dein Trainingspartner plötzlich mal keine Motivation mehr hat oder mal einen Tag nicht kann? Dann bist du sofort aufgeschmissen und gehst vielleicht nicht trainieren. Das heißt, mach dich auch darauf gefasst, dass dein Trainingspartner mal keine Zeit hat und du auch mal alleine ins Gym gehen musst. Und auch dann musst du genauso motiviert trainieren, kannst vielleicht nicht so easy Maximalkraftübungen machen, aber selbst wenn du bei Bankdrücken zum Beispiel an eine Multipresse gehst, kannst du das trotzdem machen. Und binde dich nicht zu sehr an deinen Trainingspartner, mach dich ein bisschen unabhängig. Ich weiß, es macht viel mehr Spaß, wenn man zu zweit trainiert oder vielleicht sogar mit mehr Leuten im Gym, aber binde dich nicht zu sehr an deinen Trainingspartner, mach auch dein eigenes Ding. Punkt Nummer 3. Egal, ob du gerade neu anfängst oder vielleicht gerade wieder neu ins Studio gehst nach der Corona-Krise, übertreib es nicht. Kein Übertraining. Viele sind am Anfang übermotiviert und zerstören ihren Körper so sehr, dass sie manchmal eine Woche erstmal nicht trainieren können. Nicht, dass es auch noch schlecht für den Muskelaufbau ist. Nein, es ist auch noch nicht gut für deine Motivation. Wenn du gerade neu anfängst mit Sport und denkst, boah, das tut ja alles so richtig weh, ich bin richtig lange am Arsch, ich kann nicht gut arbeiten danach und bin müde, brauche mehr Schlaf. So möchtest du nicht starten. Starte gediegen, starte deinem Level entsprechend und dann wird das Ganze auch alles gut. Punkt Nummer 4. Am Anfang machst du solche Fortschritte, aber dein Plateau wird kommen und dann darfst du nicht aufgeben. Das heißt, was ist ein Plateau? Ein Plateau ist ein Punkt, wo man eher länger mal ausharrt und nicht weiterkommt. Und das haben besonders erfahrene Athleten oder Leute, die schon länger trainieren. Und jeder kennt das, egal in welchem Bereich man im Leben ist. Man hat irgendwann einen Punkt, da kommt man nicht mehr so leicht weiter. Die Anfangssteps sind easy und dann wird es schwerer und dann kommt das Plateau. Aber genau dann musst du weitermachen. Und da kannst du dir zum Beispiel meine Videos zum Thema Trainingsplan mal anschauen. Da sind dann Methoden drin, wie du dein Training umstrukturieren kannst, damit du dieses Plateau auch überwinden kannst und wieder neue Gains machst. Punkt Nummer 5. Passt die Ernährung sofort mit an. Ist nicht so die ganze Zeit, was du willst. Du hast viel schnellere Erfolge. Es macht viel mehr Spaß, wenn du die Ernährung mit anpasst. Das heißt nicht, dass du einen strengen Diätplan machen musst, aber fang mal an, ein bisschen Kalorien zu zählen, ein Ernährungstagebuch zu führen, mal zu gucken, was isst du überhaupt über den Tag
und wie viel isst du über den Tag. So kannst du dich viel besser kontrollieren, lernst deine Ernährung ein bisschen kennen und hast am Ende viel bessere Erfolge, wenn du die Ernährung direkt mitmachst. Du kannst die Makros zum Beispiel einfach mal aufteilen. Das heißt, du achtest erstmal darauf, dass du genug Proteine hast. Dann achtest du darauf, dass du nicht zu viele Fette isst. Und dann hast du es schon fast geschafft, weil dann füllst du den Rest mit Kohlenhydraten auf deinen Kalorienbedarf und dann bist du schon da. Zum Thema Ernährung gibt es auch Videos auf diesem Kanal. Stöber gerne ein bisschen rum. Punkt Nummer 6. Was ich oft höre, oft sehe. Die Leute denken, sie möchten zuerst jetzt abnehmen, ganz diäten, sind aber sowieso schon dünn, weil sie keine Muskulatur darunter haben und möchten dann aufbauen, um richtig definiert zu sein. So funktioniert das Ganze leider nicht so gut. Versuch doch erstmal wirklich ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Du brauchst den Kalorienüberschuss, um deine Muskulatur aufzubauen und um später auch deine Muskulatur dann halten zu können. Du möchtest der Muskulatur aufbauen, um stabiler auszusehen, auch wenn du definiert bist. Und wenn du direkt runterrippst, dann bist du am Ende einfach nur dünn, hast gar keine Kraft beim Training, weil die Muskulatur dafür ist nicht da. Und das Ganze macht auch keinen Bock einfach. Das heißt, achte da unbedingt drauf. Punkt Nummer 7, sehr, sehr ähnlich. Viele denken, sie fressen sich zuerst Fett und wandeln dann, jetzt passt gut auf, wandeln Fett in Muskeln um. Fettzellen, Muskelzellen sind vollkommen andere Bestandteile, ja? Das heißt, du kannst kein Fett in einen Muskel umwandeln. Der Grund, warum die Leute sich zuerst dick fressen, ist einfach, weil der Muskel dann besser geschützt ist. Wenn du im Kalorienüberschuss bist, dann wird der Muskel nicht abgebaut, weil du brauchst den nicht abbauen. Der Körper denkt immer ökonomisch. Das heißt, du hast ein Kaloriendefizit und Muskeln verbrennen viel mehr Energie als Fett. Das heißt, wenn du dem Körper schon weniger gibst, was denkst du, baut er als erstes ab? Richtig. Die Muskulatur, weil die verbrennt ja viel mehr. Das Fett, das ist halt einfach nur da, verbrennt nicht so viel Energie, das kann da ruhig bleiben. Aber die Muskeln, die stören dann den Körper. Deswegen, fress dich nicht erst Fett, sondern mach ein geregeltes Mittelmaß. Achte darauf, dass du einen kleinen Kalorienüberschuss fährst. Du willst ja auch das ganze Jahr über gut aussehen. Wenn du jetzt eine krasse Bodybuilding-Diät machst und Wettkämpfe machen willst, dann ist das vielleicht was anderes. Aber für den Otto-Normalverbraucher, für dich und mich wahrscheinlich, versuch das ganze Jahr über irgendwie in Shape zu sein. Auch zu diesem Thema, ich sage das bei fast jedem Punkt, gibt es ein Video auf diesem Kanal. Check das gerne mal aus. Und der allerletzte Punkt. Punkt Nummer 8. Falsche Vorbilder, falsche Glaubenssätze, falsche Vorstellungen. Das heißt, wir sehen auf Social Media vielleicht Leute, die überkrass aussehen. Du weißt aber nicht, wie lange die schon trainieren. Du weißt nicht, ob die natural sind. Und du weißt nicht, was die für eine Genetik haben. Das heißt, mess dich nicht zu viel. Du kannst natürlich Vorbilder haben, die dich motivieren, wenn du dir Fitnessvideos anschaust und so weiter. Aber werd nicht depressiv, wenn du nicht so aussiehst direkt. Erstens wirst du niemals genauso aussehen wie dein Vorbild, weil du einfach eine andere Genetik hast. Zweitens haben diese Leute wahrscheinlich schon ewig lange trainiert, machen alle Sachen richtig. Und da kommt man einfach nicht so schnell ran. Das heißt, du verlierst eher die Motivation, wenn du denkst, du siehst nach 3 Monaten so aus wie dein Vorbild. Nichtsdestotrotz ist ein Vorbild gut für Motivation. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber mach dich nicht fertig, wenn du nicht direkt so aussiehst wie dein Vorbild, okay? Yes, das war's auch schon mit meinen 8 Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du da ein bisschen was von mitgenommen hast, auch nur vielleicht von einem Punkt, dann bin ich damit schon happy. Abonnier gerne diesen Kanal, Daumen nach oben und wenn du Fragen hast, immer in die Kommentare reinhauen. Ich beantworte sie gerne. Langsam spielen wir ein bisschen mit der Community. Gegenseitig uns die Bälle zu und ich mache die Videos für euch. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.